Ja, gut, den Rest, der bleibt dann so. Und Fertig. Essenz. Jo, ja auch, ich auch. Oh. Karma-Händler, hat er vielleicht was Besonderes? Neuigkeiten? Kann ja immer mal nachschauen, Irgendein aber. Problem? Naja, das sieht jetzt nicht unglaublich berauschend aus. Nee. Ist auch kein Kammergröße aus heute täglichen. Ja, dann würde ich mal sagen, mal sehen, was dieser Die Story weiter Ultra-Hirn sagen, wieder zu genau. sagen hat. Ist mir egal, dass ich gelähmt bin, denn ich komme von hier aus in die Instanz. So, Twerhören, du alter Schmarotzer. Grüße, Kommandeur, das ist Havron Grechen, eine Geisterschamanin aus Holbrak. Bei ihr ist Larantir, Kriegsmeister der Wachsamen. Ihr seid eine Inspiration, Kommandeur. Viele glauben, dass Jormag der Nächste ist, wenn wir Saitan besiegen können. Eure Taten bringen den Norn viel Hoffnung. Silvari singen von euren Siegen. Und selbst die Char lassen Schlachtrufe zu euren Ehren ertönen. Ihr seid der Funke vieler Flammen. Es ist mir eine Freude, euch zu treffen. Ich hoffe, dass wir Tyria heute noch einen Sieg bringen können. Marshal Traherne, was ist euer Ziel? Ich habe ein Ritual geschaffen, das die Verderbnis des Drachen läutern kann. Wenn es erfolgreich ist, dann ist diese Mission ein Wendepunkt des Krieges. Laut meinen Forschungen waren die Königsgräber heilige Orte. Sie könnten etwas enthalten, um Ors schwindende Lebenskraft wiederherzustellen. Wenn der Drache uns bemerkt, wird er uns aufhalten wollen. Havron, ihr und Larantir verteidigt den Eingang der Gruft. Verschafft uns so viel Zeit. Na super. Du hörst Diesmal eine nichts. Gesangsstunde und wir dürfen da Bodyguard spielen. Drücken. Also langsam dürfen wir doch Saitan wirklich mal näher kommen. Oh, ja. Finde ich beruhigend, aber langsam kriege ich auch das Gefühl, du willst mich nur hinhalten. Ja, wir sind ganz nah dran. Sind nur noch 4 Jahre, Dido. Wie im Auto, ne? Sind wir bald da? Sind wir bald da? Die Eltern immer, ja, gleich, gleich, gleich. Gleich hinter dem Berg. Ja, genau. Sind aber ja noch gar nicht da. Nein, ich meine den Berg da hinten. Genau. Konntest du nicht sehen, da war nicht hinter dem vorherigen Berg. Genau. So, was ist denn da oben? Eskortiert Verhören zum Königlichen. Warum ist hier oben denn ein. Was bleibst du dann stehen? Wo bist du denn jetzt? Ach da, hä? Hier hinten, Verhören, der steht hier drum rum. Oh, sind wir schon vorgerannt. Ja, er ist halt ein bisschen langsam. Ja, eine Pflanze, ne? Ja. Komm halt nicht so gut vorwärts. Siehst du, wären wir ohne ihn weitergelaufen, hätten wir diese ganzen Bakaluten jetzt gar nicht hier gehabt. Genau. Und warum müssen wir eigentlich Tyrhören eskortieren, als wenn der sterben könnte? Wenn er sterben könnte, wäre er schon längst tot. Durch meine. Wo müssen wir durch? Ah, natürlich hier. Ab in die Höhle. Autsch. Großer Dicker. Der hat mich umgerannt. Ja, ich bin gerade noch so weggekommen. Aber irgendwas hat ihn jetzt zu Boden geschmissen.
Es war bestimmt mein Bär. Ich sag ja, immer in die Knie. Aha, so nicht. Ich habe Gold im olympischen Ausweichen gewonnen. So. Ja, gut, ja. Dann ab in die Höhle. Okay. Tören, bewegst deinen. Grechen, ihr und Larantia sichert den Eingang. Saltans Armee ist gnadenlos. Unser Leben liegt in euren Händen. Kannst du mich mal bei Namen nennen? Ich werde euch nicht enttäuschen. Ihr sollt die benötigte Zeit bekommen. Jetzt mitgehen. Ja, jetzt haben wir hier mit rein. Noch nicht mal das hier kann er allein. Na toll, jetzt können wir noch spinnen. Auch ein wunderbarer Name. Spektralscharmützler. Haben wir's? Gut. Jupp. Wir hören. Wo bleibst du schon wieder? Hier, komm, bei Fuß. Bleib nochmal stehen und ich pack dich an die Kette. So bin ich schon wieder vorgerannt? Bald wir hören, mal wieder nicht seinen Hintern bewegt. Oh, hier, komm. Ich nehme dich an der Hand. Hier, komm. Okay, ich mach schon mal die Spinnplatte. Ja, machen wir mal. Ich trete ihm währenddessen in den Hintern. Ach, jetzt gehst du wieder zurück. Warum geht er jetzt zurück? Warum geht der Kerl jetzt? Oh, ich will ihn seinen Zucchini-Hals umdrehen. So, lauf doch. Oh ja. Leider merkt er das Schrot im Hintern gar nicht. Nee. Meint noch, du würdest ihn düngen. Und wehe, du läufst jetzt gleich wieder zurück, nur weil die so eine kleine Spinne gebissen hat. Arachnophob. Nee, jetzt. Achso, jetzt. Will er, aber er war. Einmal im Kreis. Ach, das ist doch hier die gleiche Gruft, die wir auch hatten in dem Traum, den wir vor langer, langer Zeit hatten. Hier war so ein blödes Auge. Mal sehen, ob hier eins auftaucht. Im Herzen von Azabe Quabar. Führen wir das Ritual durch, um den Geist des Landes zu heilen. Seid gewarnt. Wenn wir beginnen, wird Zeit eines Ahnen. Die Toten dieser Gruft werden sich erheben. Behaltet euren Glauben. Ja, bevor die Toten sich erheben, erstmal einen frischen Kaffee. Na, zu spät. Komm schon. Nö, alles wunderbar. Achso. Kaffee ist drin. Hauptsache, er rammt hier erstmal sein heiliges Schwert da rein, ey. Ja, ne, warum sich verteidigen können. Tod. So, next. Hier um die Ecke. Oh, wird schon ein Veteran hier. Ja, kommen wahrscheinlich noch
Eine Elite gab es eigentlich zu der Erstellung dieses Quests nicht. Nee, stimmt. Und ein Champion. Bezweiflich. Ja, es ist, glaube ich, eine Nummer zu hart, denn. Bedenkt, dass man persönliche Geschichte auch grundsätzlich alleine machen kann. Oh, aber der mit seinen Ullen. Ich reiß den Boden auf. Ja. Nee, so nett. Schon fertig. So. So. Burn ist immer noch dabei. Ja, später. Der Herrn ist natürlich nicht tot. Oh, jetzt leuchtet es hier. Und er hat hier ein paar Wurzeln. Dafür hat er so lange gebraucht. Supermeister. Nein, so dicht vor dem Ziel, beim blassen Baum. Es ist unmöglich. All das, all die Leben vergeudet. Umsonst. Traherne, habt ihr es nicht gesehen? Die Läuterung hat gewirkt. Der Geist des Landes erhob sich kurz wie ein Windhauch. Wir alle haben es gespürt. Als kämpfte Ors Seele selbst um ihre Freiheit. Das Ritual war ein Erfolg. Aber die Absolution hielt nicht an. Trotz ihrer Heiligkeit waren die Königsgräber nicht stark genug. Dies ist nicht das Herz Ors. Existiert ein solches Herz dennoch? Halt! Erinnert ihr euch an die Vision, die uns der blasse Baum gab? Ein orianischer König sprach von der Quelle. Vielleicht kann uns das irgendwie helfen. Ihr habt recht. Die Quelle von Or, ja. Ich glaube, ich erinnere mich, davon gehört zu haben. Eine Priesterin Grants und ein Schamane der Norn sprachen davon. Das klingt nach guten Spuren. Welcher sollten wir folgen? Das will ich euch überlassen. Zwei Wege, ein Ziel. Die Reinigung Ors und schließlich der Tod Saitans. Na super, ich darf mal wieder einen Weg aussuchen. Ihr habt recht. Der Pakt steht zwischen Tyria und der völligen Vernichtung. Wir dürfen nicht aufgeben. Einen Augenblick lang hatte ich jegliche Hoffnung verloren. Ja, weil du ein Weichei bist. Das Ritual hat funktioniert. Wir müssen nur noch die Quelle von Ohr finden. Da hättest du auch selbst mal drüber nachdenken können. Einverstanden. Und ich weiß um zwei Vorgehensweisen. Wir könnten die alten Götter von Ohr anrufen, besonders Grant. Oder wir könnten eine magische Karte bergen, die uns den Weg weist. Ich hab's nicht so mit den Götter. Dann nehme ich doch lieber eine vertrauenswürdige magische Karte. Ein uralter Explorator der Norden, Rumke, saß in Ohr in der Falle, als Saitan unter seinem Schiff emporstieg. Der Legende nach war seine Karte von allen vier Geistern der Wildnis gesegnet und konnte den Weg zu jedwegem Ziel zeigen. Wo finden wir diese Karte? Wir müssten Rumke selbst fragen. Sein Geist ist immer noch in Ohr gefangen, gebunden an das Land, in dem seine Reise und sein Leben ein Ende nahm. Ihr findet ihn nahe des Mausolus-Meeres. Oh ja, klingt vielversprechend. Sprechen wir mal mit dem Geist. Ich muss weiter glauben. Wir waren so nah. So nah wie nie zuvor. Einst hielt ich die wilde Jagd für sinnlos. Zu scheitern hätte mich entmutigt. Jetzt fordert es mich heraus. Wir können siegen. Wir müssen. Jo. Da wollte ich etwas Handfesteres als mit Göttern sprechen. Und was mache ich jetzt mit dem Geist? Ja. Kaffee kannst du ja cool. Nachmalen. Super Idee von mir.
Das hier sind Kurzbögen. Die bringt's alle nicht. Jo, ich folge dir. Okay, kleiner Blick mal hier ins Inventar. Mach das. Und ein bisschen Ordnung. Okay, ich hatte ja da auch noch eine alte Fackel da. So, was besser? Beide gleich. Ich werde doch nicht mit zwei Kurzbögen rumlaufen. So, wie viele sind wir denn hier? Für was? Da, wo wir gerade herkommen. Aus der Story. Ah. Da ist auch ein Fertigkeitspunkt. Ich mal ihn mal auf meine Karte oder auf. Hier markiere ihn mal. Jo. Und da ist meist ein Champion bei. Da kommen wir gerade her in der Höhle. Ja. Könnte man ja rein theoretisch, ne? Mal höflich anfragen. Genau, mal ein höflicher mal anfragen, ob die mitkommen alle. Weißt du, wie man den Fertigkeitspunkt hier. Ja, Lysa-Statue, oder? Kann man den. Der hier? Mach ich hier. Der dahin, wo wir hinwollen? Nee, nicht ganz. Reliquiengruft ist es, glaube ich. Du kannst die Wegmarke posten. Ja. Da, und dann. Das ist erfrischend. Ja, Wegmarke kann ich nicht posten, da ich sie selbst nicht. Ich hab. Ach so, ja. Mal frech reingeschrieben. Oh, hier. Irgendwo ist hier. Kann auch angehen, dass die Gruppe, die eben da war, wo wir deine Story weitergemacht hat, oder gemacht haben. Ja, dass haben, die reingelaufen ist. Reingelaufen sind, genau. Und den Plack gemacht haben. Können sie ja mal in die Richtung bewegen. Genau. So, hier können wir schon mal. Warte, hier oben. So. Ach, hier gibt's einen Sprungpunkt. Und wieder Pilze. Super. Ja. Exploratoren von Ohr. Okay. Wie auch immer ich das jetzt bekommen habe. Wahrscheinlich gibt es auch. Errungenschaften für das erfolglose Rumspringen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es 3 Dutzend Mal nicht geschafft. Rein theoretisch gibt es hier schon ein Ansehen. Echt? Aber ja, da wo ich unten gerade stand, aber jetzt, so geht doch. Wollen wir doch ordentlich machen. Ja, zeig mir, wie ich in der Luft schwebe. Und du auf meinem Bär stehst. Weil ich gerade, dein ja. Fuß im Hintern. Geh da sofort mit deinem Fuß raus. Armer Teddy, Entschuldigung. Kein Wunder, dass er da so regungslos dasteht. Voll geschockt. Jemand hier unten? Sollte ja eigentlich nichts mehr sein. Siehst du? Keiner da. Ah, das kommt noch. Guck mal, hier liegen schon die ersten Knochen. Oh, das ist doch von vorhin. Na gut, mit dem Erdelementar kann ich leben. Ja, ich auch.